actually look like back then? I think so. Aloha und ikomo mai. Guten Morgen, guten Abend und herzlich willkommen hier aus dem Bay Tower des Royal Kona Resorts am Ali'i Drive. Wir sind hier zu unserer letzten Live-Sendung vor dem Ironman Hawaii 2019. Jetzt haben wir auch das richtige Bild. Wir sind nicht alleine, wir haben einen ganz besonderen Gast heute. Welcome, Mr. Dave Orlovsky. Thank you. Good morning, Germany. Dave, viele von euch kennen ihn vom Namen her. Dave war 1978 bei der Ironman-Premiere in Honolulu dabei. Er ist Dritter geworden damals und mit ihm werden wir ein bisschen eintauchen in die Geschichte dieses Rennens. Dave, you probably did a lot of TV shows. You will remember this one with the worst smelling host. No, I don't think so. And thank you for having me this morning. It's great to share the story and for all your viewers. Yeah. Dave, what was it like in 1978? Well, probably seen a few less people than you see running around these days and a few less fancy bikes. There were fancy bikes. We will see it later. Yeah. The event was kind of, you know, from the ground. You know, there were three main events, the 2.4-mile ocean swim that is still in Waikiki every year, the around the island bike race, which is used to be a two-day event, and John Collins combined it and made it a one-day event and made it 112 miles, so it would finish at the Aloha Tower, and then the start of the Honolulu Marathon. Yeah, so three events. When did you hear about it, that they will be done in one day? I was at the awards party where John and Judy Collins and some people were arguing about it, but as I tell people, I was young Marine getting free beer, free food, and looking at the pretty girls of Hawaii. What was I worried about, these 40-year-old guys arguing about who was a fitter athlete? I knew I was fit at 22. What was your sport, what of the three? I was a swimmer growing up, and as I came into the Marine Corps, I developed a very good run and became a good runner, and as a matter of fact, I had just run the Honolulu Marathon 8 weeks before, and that's what prompted them to say, one of my running partners prompted to say, hey, you just did the Honolulu Marathon. He says, are you going to do this Ironman thing we argued about yesterday? And before I could ask him what it was, he said, give me your $5, I'm entering you. So $5 was the entry fee. $5. And, you know, we've talked over the years. There's a certain number of us that stay friends, and we see each other over here. And there's others that we've seen outside of here. But in discussions with John Collins, he goes, you know, he says, I really think I gave everybody $2 back because we weren't trying to make money on this. We were just trying to cover, you know, some of our costs, you know. But they had to pay for the aid stations and everything. What aid stations? We were our own aid station. It was all self-supported. So I was part of a Marine group that had three people doing the event. And we had one vehicle. So when we didn't have aid, we were required to find it ourselves. So you were 15 athletes at the start? 15 at the start, yes. And 12 at the finish? 12 finished, yes. That's not a bad quote for a first time thing. And for something as difficult, you know, when the idea came around, I mean, there's an article back then in the newspaper that said, this isn't humanly possible, that the body cannot do all this in one day. And we didn't really go out that day as a group to prove them wrong by that, but we went out as individuals to see what we could do as an individual. So what, was it like a race or just to try if it can be done? It wasn't a race. As I tell people, 1978 and today are no different. It's a personal challenge. The event evolved into a race and age groups and that. But when you really look at the race of what it is today, it's a personal challenge. It's a personal challenge for the pros to train hard and to beat the other pros and to do their best. For the age groupers to, you know, maybe qualify to get a spot here to Kona for the World Championships. Or for people doing it for a reason, just to finish it for their own personal sake. We see the physically challenged, you know, we see the people with cancer, we see you know, a heart patient. Now, you know, we have this kid doing it this week that's a double above the D amputee, and that's got an amazing story of, you know, living in shelters with his mom. I mean,
it does so much for people. I'm sorry. And that's what gets me emotional. It's done so much for me in building my life, and I'm sure all your viewers, including yourself, being an Ironman athlete. I don't know if you are. Not an Ironman athlete. We're going to get you there. But long distance. We'll get you there. But I think everybody knows that when you cross that finish line the first time, how it changes your life. And I think every time you cross that finish line, it still has that same emotional feel to it. There was no Mike Riley in 1978. What was the finish line like? John Collins' wife was standing at the finish line. So the end of the Honolulu Marathon back then, and it's still there now, actually, because I go to Waikiki pretty regular after the race here. There's a little yellow line across the sidewalk that marks the finish line of the Honolulu Marathon. So there is the yellow line, and Judy Collins was standing there, and she was recording things along with her daughter with time and everything. And, you know, that was it. My parents had come to surprise me, and they basically carried me out of there because I was beat. When did you feel that there's not just this one chance thing, that it was growing and you were part of it? I followed the event religiously from the day that we started it. I hadn't been to Hawaii, but, you know, followed the triathlon magazines, watch coverage, all the different things. In 2003, we were invited to come back to the Big Island here, where it had moved off of Oahu. I don't know if a lot of viewers know, but the original event was held on the island of Oahu, where the three main events of the swim, bike, and run were. And in 81, I think they moved it here just because it had outgrown with traffic and people and everything else, and it had moved to this island. So in 2003, I was invited back as a guest for the 25th anniversary, and I brought my mother, and I'm like, oh my gosh, this is amazing what it's grown to, you know. And through this time, like I say, I followed it, but I wasn't a triathlete. I was a runner. So I was running marathons, 10Ks, 5Ks, and I really didn't get on a bicycle too much after that, you know. And I didn't get on a bicycle before that, so that was another part of the story. But came over here, and I just seen the beauty of where it had gotten moved to, the energy of the people, the event, and now I've been coming back all but 2 years since 2003, and it just keeps getting bigger and bigger and more energy. And more. I mean, you go out for a swim here, as you know, you go out for a swim here, and it's 2,000-some athletes out there, and they're swimming over you, they're bumping into you, and I'm like, holy smokes, this has got to be just like race day from the other Ironmans that I've done, you know? And since some years, there are Germans giving away swim caps. Yes. Do we have our 2019 edition? We do. Yeah, okay. Yo, you already got one. Don't go away. got one. Ist sowieso sehr geil, dass hier auch schon Merchandise offensichtlich ja schon Teil des Programms ist. We see that you brought also a shirt and your trophy. So that's things they had in mind from the beginning? Yes. What's unique about the trophy is John Collins. John Collins worked for the Navy as a Navy commander at Pearl Harbor, and he worked in a supply. So what he did is, as you can see from the trophy, he took... May I touch it? Yeah, go ahead. Just don't drop it. This is the original trophy of 1978. Wow. And if you notice on it, yeah. I have goosebumps now. John Collins just took pieces of copper, and he soldered it, bent a big piece to make the arms, and put a bolt on the head. And then they put a plaque on it and attached it to a piece of wood. And just like the medals these days, they all say finisher. Well, we were finishers. We weren't first, second, third, even though I did take third. Everybody says, well, you're third place in the first one. Really, I was just a finisher like everybody else, you know. That's where I crossed, you know, and passed other people. But we were all finishers. Today's event, too. Whether you win your age group, you're a pro, everybody gets a finisher's medal. It's all the same. So the funny joke about the trophies that's come around, though, is that John Collins put this bolt on the head for the head. So instead of having a solid head on there now, there's a hole. So they, you know, it's come to term that
Everybody that does Iron Man has a hole in their head. I heard that story, yeah. That's great. Yeah, you said the event itself was growing, or the race week has grown. We have some pictures of the Kona Underpants run that took place yesterday. Did you ever take part in that? I have over the years, yeah. I'm dealing with some health issues and a bad knee right now. And so this year, I could not commit to doing it. Yeah. A lot of other people did on your behalf. Oh, I seen that. I had to walk down for a speaking commitment. And, oh, thanks again. And, my gosh, I couldn't believe how packed Alihi Drive was. It was like, oh, my goodness, is this grown? I think we are responsible for this taking place because it started as a protest against the Europeans who ran the Ali Drive in Speedos. Well, in the Speedos, and you know, when they talk about it, if you see the original video by Paul Huddle and Rock Frey, you know, they did kind of a makeup of, like you say, the Speedos walking Alihi Drive, you know, going to the grocery stores or, you know, to the car rental place. And they even, I think, had a spot in there that they showed them checking in at the airport. You know, it's like, okay, we're in our Speedos. We're going home in them too, you know. So, yeah, it's pretty humorous. I never did it. Well, that's at least what you're saying to me and your viewers. I'm sure there's photos out there somewhere. I still have photos of Jan Sibbersen, Jürgen Zeck, and Faris Al-Sultan doing it. So no pros in there anymore, but in the old days? Yeah, I don't know if there are or not. You know, it's hard to say. There's so many people, and it's such a fun event. But, yeah, the obviously the Ironman is so stressed and so technical that I'm sure most coaches and people would not even allow their athlete to go there with the chance of being tripped or, you know, something weird happening. I don't know who is in that heart that we saw. Where? There was a big heart. It was someone inside. I don't know. Okay. Maybe a pro. There are a few costumes, so maybe that's a chance to go there and don't be recognized. Yeah. Yeah, and there's always a few less than the costumes nowadays, too. I think they're beating the Europeans. I think the Swiss and some of the others are beating the Germans and others in their dress. It's just so fun. You see the people out there with their kids and just the energy and the fun that people are having. And obviously you do see a lot of athletes, you know, the people that are here just, you know, to compete. Yeah. Trying the winner's pose for Saturday. And it's interesting to see that they come from all over the world. You see Asians, you see Europeans, you see Germans, of course, because we're responsible for that. So yeah. Well, I think that's what's interesting about the sport, though, too. You know, when you really look at how the sport's evolved, it's come into so many different countries. And that's how I met you. And I use it as a bucket list to, after I did the first one coming back in 2008. And you say, what do you do next? And I'm like, let me start traveling and seeing where the events are. And it's become a great bucket list of going to the places, seeing the culture, meeting the people, and, you know, really understanding what our world is all about and what everybody else. And basically, we're all in this world for the same thing. We all want the best for our families, for, you know, for the communities we live in and everything else. And, you know, I encourage a lot of people to take a break from doing trying to qualify and do the world championship and take one break instead of spending the money here 1 year, take it and do a destination race in Europe or, you know, some other place and just experience culture and something outside of what we're used to or, you know, what people do in Europe, come to the United States and do races other than, you know, the Ironman World Championships. There's great Ironman events there in Canada and, you know, short travel trip for the European people. How many races did you do? I've done a total of 29 iron distance. They weren't all Ironmans. And three times out of that number, they got me. So, you know, you figure it's an odds game, you know. There's always something that's going to happen on race day. And I beat the odds so many times, I knew it was bound to happen. And, you know, in doing the races, 2011, I was diagnosed with leukemia, and I was dealing with cancer and still traveling.
And by 2013, my cancer had developed and I was having too many problems. And my hardest one was I DNF'd here at the World Championships for the 35th anniversary. And I'm not ashamed of telling people, I says, you know, I pushed and pushed and I couldn't get any fluids in all day. And at mile 9, they literally pulled me off the course on the run and carted me to medical. And I got 3.5 liters. I mean, if I would have kept trying to push, because I'm a stubborn person, if I would have kept trying to push, I might have injured myself for, you know, worse for life when you see what dehydration and all the other problems that occur with it. So that's my big thing. You know, you hear about DNF. If you DNF a race because you just give up, yeah, you know, hold your head in shame, in my opinion. If you DNF because there's medical problems or something like that, you know, you have to listen to your body out there, especially here in Kona, where it's just really tough conditions with the heat and humidity. Yeah. We are taking just a 20-second break, okay, and then we have some pictures of 1978. Ja, wir haben euch versprochen, wir reden über 1978 und Dave hat ein paar Fotos mitgebracht. Dave, here are the images of 1978. Tell us something about it. All right, the first there is John Collins is in the blue sweat top, or I know they call it trackie in other countries, and then he's got the blue jeans on and you can see him talking to a group of people. Well, that's a race briefing, you know. It's pretty simple and pretty much just said, be safe, go out there, you know, get this done. And you know, there really weren't rules and regs and all the stuff that they have now with triathlon committees that That's the swim exit. Yes, the second picture is me coming out of the swim. And what was your time that day? 109. Yeah. Not bad. A lot of people. For an open water swim in rough water, So no arch or something like that. Just. No, just you know. I mean, you can see all the people cheering us on there. Honestly, I don't even know who those two people are. So. And that's you. Yeah, there's the bike picture that I'm famous for. So, you know, I borrowed that Sears Free Spirit bike. As I told you, I didn't ride a bike before the event. And a week before, I borrowed this, rode about 30 miles. And it's all your bike shorts. What's that? Oh, yeah, those are, you know, we kind of started a new trend back in 1978 for biking shorts. So if you didn't have water bottles and something for nutrition, I took a pair of blue jeans the night before and I cut it off and I put money in my pocket so I could eat at gas stations, grocery stores, and I even stopped at a McDonald's. So, yeah. You stopped at the McDonald's? Oh, yeah, yeah. And, you know, you've seen that racing visor I had, you know, so. You invented that. It was, yeah. There I was. It's just a break. That was one of my support guys in our support vehicle. And, you know, one of the times that I did see him and I had a break and, you know, people said, well, what was your bike time? I said, well, I didn't, 6:59. But I says, you know, I stopped and ate at McDonald's. I, you know, stopped at grocery stores. So, you know, who's to say what you do in a bike time and, you know, under regular conditions these days. And there's the finish. Yeah. Late at night. Late at night, so. And no heart rate monitor? No, yeah. Nothing. just a dead body crossing the finish line. No, actually, I was pretty excited. My parents had come to the island to surprise me, and this was before technology, cell phones, and everything else. And they found me at mile 22, and I was just about dying. And, you know, just their being there and encouragement got me up, and I ran up Diamond, head down, and crossed the finish line, passing two other people. And that's how I ended up in third place, so, yeah. So, Dave, nobody can leave our show without doing his pick for tomorrow. Are you interested in what's going on in the very top rankings? Very well. I mean, this is an amazing race that we're going to see tomorrow.
I'm not giving you any picks. I don't think it's fair to pick and single out people because there's so many great athletes as pros and as athletes in age groups or just those that are out here. And I personally, anything can happen on race day. You know, we've seen what happened to Jan Frodeno several years ago where he just crashed or, you know, his body broke down. And I give Jan a ton of credit because there's a lot of athletes, mm-hmm. pros, that will just drop out of the race. And he walked it, and I think he finished in over 12 hours. And I think he said something really great to the age group athletes, like, oh, my God, now I really understand what it's like to be out there during that time. So I think that, you know, he really showed a human side to the rest of the athletes. But, yeah, with everybody out there, any like you say, anything can happen on race day. And so for me to single out, I mean, you could have a guy that's got the least, you know, chance of what somebody thinks is going to win. And, you know, boom, here he is. I mean, Patrick Langer, you know, you're German. All of a sudden, where did he come from a couple years ago with that blazing run, you know? Did anybody think that? He was like a dark horse. And look at now, he's won it 2 years in a row. So, like I say, it's anybody's game out there, you know? So, no, I'm not going to commit myself. I'm going to wish the best to everybody, the pros, all the athletes out there doing the race, and that everybody's safe and comes in safe and healthy. So the picks will be up to us, I think. Yeah, we give it a try. That is your job, you know? Yeah. Well, Dave, thank you very much for your time. I know it's a busy week for you also. No, it's been a good year. It's been actually pretty even paced, so I'm really enjoying myself here. What are you doing tomorrow? Oh, I'm going to be all over the race course. Usually I volunteer in the swim, but because of some health problems I got, it's just not safe for me to be in the water for 3 to 4 hours, you know, having somebody depend on me to help them in that. So, yeah, I'm just going to be around at the swim. I usually wait till the last person comes out of the swim, and I'm at the hot corner. I'm up on Alihi. I'm up here on Alihi. You know, I just kind of bounce around, you know, to keep it interesting. I tell people, and, you know, there's, you know, I give a lot of credit to the people that bring their families and their children and that, because I was always doing the race before, so I never really got to experience in my mind after doing a race what it was like to be a spectator. And it's a lot harder being a spectator than what it is doing the race. Doing the race, you're out there, you're, you know, hey, how you doing? You know, people laugh at me when I say that. It's like, it's a release when I, you know, say, hey, how you doing? And, you know, have a good day and race. But when you're just walking around and you cheer, it just gets to be a long day. But I have so many friends here, it gives me a chance to catch up, seeing a lot of people. So, yeah. Well, thanks again, Dave. My pleasure. I wish you a great day tomorrow out there. Thank you. I hope to see you around. As you. I wish you the best. Be safe on that moto. Yeah, I will be sitting backwards on Robert's moto. Yeah. And, yeah, as I told the athletes on Facebook, if they see me in front of them, they are probably leading the race. And they better keep going, huh? They better keep going, and they better keep 50 meters distance between of us. Yeah, they're really buckled down on the drafting and everything else. Matt Russell's a friend, and he got a drafting penalty, I believe, in Chattanooga. And, oh, my gosh, you know, it just changes the whole dynamics of a race, you know, when everything's so tight. So, and like I say, they're checking for doping, even with the age groupers. And they're watching the drafting, and we all see it here. You know, we've all seen the videos, not of the pros, but of the age group drafting problems. So supposedly they're going to eliminate that problem with this rolling start with the swim. So we hope we'll so. See. Yeah, we'll see. Make it a fair race for everybody. Yeah. Well, thanks again, see you around. Have a great day tomorrow. All right, thank you, guys. Thanks, buddy. Be safe. Pleasure meeting you. Thank you. Wir machen eine kurze Pause und dann reden wir über das, was uns morgen hier erwartet. Ja, Goosebumps. Ja, immer großartig mit Dave zu reden. Ich kenne ihn seit vielen Jahren hier. Wir begegnen uns immer draußen beim Schwimmen bei der Coffeebar und ja, darum sind wir alle hier. Ja. Wären die Jungs nicht gewesen? 1978 geboren und
auch jetzt gerade wieder, als ich die Bilder, es gibt ja nur so ganz, ganz wenige Bilder davon. Eigentlich ja nur die paar, die wir jetzt hier gesehen haben. Also ich kenne zumindest keine andere. Es gibt noch die abfotografierte, handgeschriebene Ergebnisliste. Ja. Und es muss unfassbar sein, was in seinem Kopf vorgeht. Also dass er muss ja so viele Erinnerungen an diesen Tag haben, die so vielleicht auch noch anders sind und so viel tiefer gehen. Und ich finde, allein schon diese Bilder zeigen schon so, so viel. Und das muss sich eigentlich jeder angucken. Also ich meine, wenn du die Räder siehst, wenn du das siehst, wenn du die, wie sie sich verpflegt haben, wie sie ja einfach unterwegs waren, einfach auf sich selbst. Und die haben einfach gesagt, hey, wir machen die drei Dinger hintereinander. Und dann hieß es so, ja, da bin ich dabei. Das mache ich. So, weißt du, heutzutage fragen sich Leute, kann ich das überhaupt schaffen? Ne? So, thanks, buddy. So eine Geschichte durchzustehen. Irgendwie scheinen damals da keine Zweifel gehabt zu haben, dass das geht. Es konnte ihnen ja auch niemand erzählen, wie sehr es wehtut. Eben, das ist ja, aber das ist ja der Punkt. Also man wusste ja nicht irgendwie, ist das überhaupt machbar? So, oder? Ja, ja, ne? Ja. Inzwischen gibt es immer mehr Leute, die erzählen, wie sehr es wehtut und trotzdem wächst es. Ja, vielleicht. Ja, war einfach eine gute Idee, das auszuprobieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir sind am Ende der Rennwoche angekommen. Wir haben viel erlebt. Was waren seine Highlights? Ja, ich finde, ich war ganz viel unterwegs mit der Kamera, habe viel fotografiert draußen. War nochmal auf der Strecke, sowohl mit dem Rad als auch laufend und auch mit dem Auto auch rausgefahren und so weiter. Und für mich ist immer wieder, für einen, der das hier nie herschaffen wird als Sportler, finde ich es immer extrem interessant, wie fokussiert die Leute sind und wie krass das in dieser Woche sich hier entwickelt. Also, dass wirklich von dem Tag, an dem wir ankommen, es immer noch relativ entspannt ist und dass hier einfach so viele Leute auftauchen, die echt einen Plan haben. Und ich hoffe immer, dass ganz, ganz viele Leute davon auch ganz viel Spaß haben und sich selbst darüber klar werden, was das bedeutet, hier zu sein. Ja, ja, ich glaube, da gibt es viele Ankerpunkte, wo einem das klar wird in dieser Woche. Ja, dass es eben doch was Besonderes ist und dass es nicht Frankfurt oder Hamburg ist, was auch großartige Events sind, aber dass das hier einfach die Weltmeisterschaft ist und das Original und das, wo sie alle hinstreben. Ja, also genau, das ist der Punkt. Also natürlich gibt es ja auch Leute mit, und auch das ist wieder sehr interessant, gibt natürlich Leute, die hier Ambitionen haben. Klar, es ist die Weltmeisterschaft. Es gibt Leute, die schon von vornherein sagen, ich will meine Altersklasse gewinnen. Und das ist schon mal eine Aussage, wenn man die treffen kann, dann muss man schon was drauf haben. Das ist ja klar. Aber für alle anderen ist ja auch schon ein großer Teil der Arbeit auch getan einfach. Ne? Also mit der Qualifikation glaube ich, dass viele auch damit sich dann ja auch den Traum erfüllt haben. Und du kannst es mir sagen, du hast es gemacht hier, ob man das dann tatsächlich genießen kann irgendwann. Ich hoffe es. Ich weiß es gar nicht. Ich muss es nochmal ausprobieren. Du hattest bestimmt auch Ambitionen, als du hier unterwegs warst. Als ich hier unterwegs war, ich wollte unter die Top 30 Schwimmer damals. Ich glaube, es hat geklappt, es hing nur noch eine Null mehr dran. Also mir ging es beim Schwimmen damals nicht so gut. Das hat sich durch die erste Hälfte der Radstrecke gezogen und dann kam eigentlich so meine Zeit. So der Rückweg von Hawi, da hat es dann langsam Spaß gemacht, auch nicht bis Kailua Kona zurück. Ich weiß, ich konnte irgendwann nichts mehr zu mir nehmen an Verpflegung. Es gab ja damals irgendwie noch nichts, was man sich selber mitnehmen konnte. Man musste die Gatorade-Flaschen nehmen, wo man nicht wusste, wie sie angemischt waren und so. Und das Laufen war okay, glaube ich, damals. Also mein Rennen hat sich eher hinten raus entwickelt. Ja. Ja. Ich war jetzt vor ein paar Tagen nochmal im Energy Lab, gerade abends, wenn die Sonne da untergeht. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich ist es viel cooler, dann da zu sein. Also wirklich auch da, ja, eigentlich, ja, das zu genießen zu können, aufzusaugen, diese Stimmung, die da, glaube ich, herrscht. Oder du bist immer noch abends auf dem Highway unterwegs. Wie ist das da? Das ist großartig. Es gibt zwei Typen von Athleten. Die einen sagen, jetzt, das ist mein Tag, mein Event, und die anderen leiden nur noch vor sich hin. Ja. Ja. Gehört dazu. Ja. Aber es geht los morgen. Wir sehen gerade, da hinten wird das Boot da werden die Bojen rausgefahren mit einem Boot. Gelbe für den Rückweg, orangene für den Hinweg. Also es ist jetzt wirklich hier Energie in der Luft. Man sieht die Startlinie, die Treppe des Schwimmausstiegs, das ist alles vorbereitet. Der Zielbogen steht. Ja, und ich glaube, das ist dann so der Moment, wenn man da vorbeigeht, man muss ja laufend dran vorbei. Wenn man diesen Zielbogen da stehen sieht, dann weiß man, oh, es geht los. Ich hoffe aber, dass das für ganz viele einfach Vorfreude ist, mehr als Angst irgendwie, weil letztendlich ist das, also mir geht es immer so, es ist einfach der Tag des Jahres. So, und der ist ja auch sehr lang, wir erleben ihn ja auch in seiner kompletten Bandbreite und eben auch in zwei komplett unterschiedlichen Welten. Ne? Wir haben die Profis, über die wir uns schon so lange den Kopf zerbrochen haben, und dann haben wir eben diese
Stunden, in denen einfach glückliche Menschen über die Ziellinie kommen. Und das ist für mich immer so beim Rennen immer mit das Schönste eigentlich. Ja, wir haben uns ja mit beiden beschäftigt, mit den Age-Groupern, mit den Profis. Die ganzen Profi-Interviews, die hat Simon Müller geführt. Simon ist leider, den hat es ein bisschen erwischt. Ne? Also er sitzt im Hintergrund, er ist noch nicht vom Stuhl gefallen, aber noch nicht wieder in der Lage, hier am Tisch zu stehen. Das holen wir dann am Sonntag mit der Nachberichterstattung nach. Gute Besserung, Simon. Ja, so eine Woche, die ist auch für uns nicht ganz ohne hier. Also ja, trotzdem klar, macht es Spaß und wir wollen jedes Jahr wiederkommen. Ich wollte gerade sagen, aber ich würde mit denen nicht tauschen wollen, die hier noch richtig viel investieren, irgendwie nochmal den Highway richtig, sich das nochmal einschenken und so weiter. Ja, aber die sind fit. Wir machen unser Ding hier. Ja, die sind fit. Wir machen eine kurze Pause von 20 Sekunden und dann schauen wir uns mal an, was sich so im Profifeld tut. Ja. Ja, ich habe mal gerade hier über die Kommentare gescrollt. Da sind relativ viele geblockt, weil die Sprache dann doch etwas derb wird. Das hat einen Grund, über den wir gleich auch noch sprechen werden. Aber fangen wir mal bei den Top-Favoriten an. Ja, wir waren bei Jan Frodeno bei der Pressekonferenz. Ja, also sollen wir mit den Männern anfangen und dann genau. Ja. Okay, also es ist tatsächlich wirklich sehr interessant in diesem Jahr, dass es echt so viele hierher geschafft haben und auch in einer sehr, sehr, sehr guten Form hier sind. Also es gibt fast keine Zweifel und das macht das Rennen einfach extrem spannend. Ich meine, da haben wir jetzt wirklich das ganze Jahr drüber geredet, ne? Was gibt es für Konstellationen und so weiter. Und das ist tatsächlich das, was sich jetzt auch bei den Athleteninterviews auch rauskristallisiert, ist, dass sehr, sehr wenige von sich selbst sagen, dass sie glauben, dass es eine Konstellation gibt, wo sie sagen können, ich mache mein Rennen und dann bin ich Weltmeister. Ja. Und einer davon ist halt Jan Frodeno. Ja. Ja. Und wenn er was anderes sagen würde, wäre er nicht Jan Frodeno. Das ist wohl wahr. Er ist 38 Jahre alt. Es gab zwei Sieger, die 38 Jahre alt waren, Natascha Battmann und Craig Alexander. Wenn Jan Frodeno gewinnen würde, wäre er der zweitälteste Sieger in der Geschichte, weil Craig Alexander damals 23 Tage älter war. Also es gibt noch Ziele, ja, aber er muss natürlich jetzt auch jedes Jahr diese Ansage machen. Er hat zwei Jahre verpasst und wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, ich meine, klar, was soll er machen? Also ich meine, seine ganze Geschichte im letzten Jahr, wie er da performt hat und auch vor allen Dingen auch dann wieder in diesem Jahr. Wir haben schon so oft drüber gesprochen, dass ja, vielleicht stellt sich, also Jan wird sich mit Sicherheit nicht an Rennen stellen, wenn er nicht das Gefühl hätte, er könnte gewinnen. Und das ist bei ihm einfach auch gar nicht die Diskussion. Also, und auch wer ihn auf der Pressekonferenz erlebt hat, ich glaube, ich habe selten Profi so locker erlebt und aber auch gleichzeitig so, ja, nicht, also in Selbstbewusstsein, nicht in Richtung Arroganz, sondern einfach so aus einer inneren Ruhe raus, ja, dass er weiß, was er kann offensichtlich. Also, was heißt offensichtlich? Das werden wir dann sehen, ob es so ist. Ja. Und das ist halt eben das Spannende. Es gibt ja immer so Themen, die schwelen eine Weile und dann werden sie dann ausgepackt, wenn man drüber redet. Im Fall Jan Frodeno war das seine Zugehörigkeit zum Team Bahrain Endurance 13. Das ging gestern durch die Presse. Sportschau.de, glaube ich, fing damit an. Wie weit lässt einen Athleten wie Jan Frodeno das aus der Ruhe bringen? Das müsste er tatsächlich selbst beantworten. Aber ich glaube, dass das ja auch nichts Neues für ihn ist. Denn ich meine, die Statements hat er ja zigmal abgegeben. Er hat seine Position dazu. Und ich glaube nicht, dass sich die ändert sich ja nicht dadurch. Ja. Ja. Und deswegen glaube ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich da groß mit befasst. Ja. Zweiter Weltmeister in der Reihe, Patrick Lange. Du hast im letzten Jahr als einziger von uns hier gesagt, der gewinnt wieder. Ja, genau. Und letztes Jahr waren es aber auch etwas andere Voraussetzungen. Jetzt sind wir schon bei den Picks. Also vielleicht, um das mal vorwegzustellen auch noch, Dave hat es ja vorhin auch gesagt, zu sagen, was wir glauben, wer wie irgendwo gewinnen könnte. Das ist natürlich nur, letztendlich können wir ja auch nur Vermutungen anstellen. Wir wissen ja nicht, nichts darüber, wie das Rennen ausgeht. Ja, man weiß, es kann alles passieren. Ich glaube, dass Patrick für ihn auch wieder die Situation sich nicht groß geändert hat zu den Jahren davor. Also er weiß, dass er darauf angewiesen ist, das Radfahren so gut wie für ihn möglich zu gestalten.
Und er ist dann darauf angewiesen, wie weit ihn das eben nach vorne spielt. Laufen ist er, glaube ich, so selbstbewusst, dass er auch weiß, also das hat er zumindest auch im Interview gesagt, er hat gesagt, wenn er sein Radfahren so hinkriegt, wie er sich das wünscht, also letztendlich muss man das ja so sagen, also er ist, glaube ich, nicht in der Lage, mit den allerbesten Radfahrern sich da anzulegen, deswegen muss er da sein Ding machen und wenn er sich dann wünscht, wenn das so klappt, wie er sich das wünscht, dann wird das klappen, dann wird das auf jeden Fall klappen am Ende, hat er gesagt. Das wird man sehen. Also das ist halt, ich meine, Simon hat es ja auch schon gesagt und wir haben es rauf und runter diskutiert, das Ganze fängt beim Schwimmen an, in welcher Konstellation kommen die Gruppen aus dem Wasser, gibt es überhaupt Gruppen, wie schnell können die richtig guten Radfahrer auffahren, was passiert dann? Ja, gehen sie vorbei, bildet sich auch da wieder eine Gruppe, gibt es Einzelkämpfer auf der Strecke und dann, was ist mit dem ganzen Rest an wirklich richtig guten Radfahrern, spülen die vielleicht Athleten wie Patrick vorne wieder mit ran? Ja. Und dann hoffen wir natürlich, dass es auf eine spannende Laufentscheidung hinausläuft am Ende. Ja, und wir haben noch einen dritten Weltmeister im Rennen, Sebastian Kiele. Vor 5 Jahren hat er hier gewonnen. Der hat sich wieder in eine Mitfavoritenposition gebracht. Ja, auch wenn es gestern diese Situation gab bei der Pressekonferenz, wo er da war, nicht wusste, ob er eingeladen ist. Es blieb ein Stuhl frei, aber der war am Ende für Alistair Brownlee, der vergessen wurde, aufgerufen zu werden. Sebastian, haben wir ja auch mit einer Geschichte in der Zeitschrift auch das nachgezeichnet. Hat, glaube ich, das Maximum aus seinem Ergebnis hier im letzten Jahr gemacht. Er hat alles auf den Prüfstand gestellt und hat offensichtlich richtige Antworten gefunden. Zusammen mit seinem Trainer, mit Philipp Seib, mit dem ich mich auch noch unterhalten habe. Ich glaube, dass sie nicht zu Unrecht eine gewisse Zuversicht auch hier mit herbringen. Und auch guter Dinge sind, was die Leistungsfähigkeit angeht. So, das hat sich so entwickelt, dass man ja auch hier jetzt stehen kann und sagen kann, irgendwie so, ich habe alles gemacht und ich habe auch Ergebnisse, die das belegen. Also es ist keine wirkliche Unbekannte. Und dann kommt es eben so ein bisschen drauf an. Ne? Also Sebastian hat auch gesagt, dass er auf eine Konstellation angewiesen ist. Bei ihm hängt es auch davon ab, klar, wie immer, wie schwimmt er und dann auch auf dem Rad, wie viel muss er arbeiten, wie viel kann er sich leisten, da Kraft zu vergeuden in Anführungsstrichen, oder wie viel muss er aufwenden, um tatsächlich ganz vorne mitzubringen. Kann er hier gewinnen? Klar, also er gehört ja auf jeden Fall zu den Top-Favoriten, die das drinne haben, aber das bedarf halt einer Konstellation. Irgendwas anderes muss passieren und das gilt ja für alle. Also wenn wir irgendwie nachher Top 5 aufzählen, dann kann jeder von denen gewinnen. Die sind einfach leistungstechnisch so und sind ja auch alles Sieger. Ja? Die haben es alle bewiesen und auch gegeneinander in bestimmten Konstellationen. Das Ding ist nur, und das haben sie auch in Frankfurt auf der Pressekonferenz gesagt, als eben Frodeno vor Kienle dann gewonnen hat, wenn Jan am Start ist, wird es halt immer noch mal ein bisschen schwerer, das Rennen zu gewinnen. Das ist wohl gut möglich. Bei den Frauen genauso, wenn Daniela Rief am Start ist, dann ist es fast unmöglich, das Rennen zu gewinnen. Das sagen zumindest... Zu den Frauen kommen wir ja später noch. Keine Ahnung. Wollen wir es raushauen? Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Mit den Picks? Ja. Oder? Wie viele? Und bei den Männern fangen wir an, ja? Komm, wir machen Top 5. Das ist einfacher, weil da muss man sich nicht ich könnte mir jetzt das so ganz krass festlegen. Ja, Top 5, das ist tatsächlich der Fall. Ja, man kann, glaube ich, relativ eng umgrenzen, wer ganz oben steht und danach ist alles voll gemischt. Also wir könnten jetzt dieses tolle Kartenspiel, was wir die Tage gefeatured haben auf der Website, das könnten wir jetzt vorholen und Karten ziehen. Aber ich lege mich fest, Jan Frodeno gewinnt vor Alistair Brownlee, Sebastian Kienle, Lionel Sanders und Patrick Lange. Ich habe schon gerade gedacht, du hast hier auf meinen Zettel geguckt, da habe ich nämlich noch die Tipps von Simon mitstehen. Ah, okay. Dann haue ich mal meine raus. Ich sage auch, Jan Frodeno gewinnt vor Sebastian Kienle. Und ich sage auf Platz 3 Patrick Lange. Und ich kann gar nicht sagen so richtig, ich habe irgendwie das im Gefühl, dass es für ihn nicht ganz reicht, ganz nach vorne zu kommen, aber dass er mit einem sehr guten Lauf zumindest es schafft. Und das ist dann eben meine 4, ist Lionel Sanders, Nummer 5 ist Cameron Wolf, schafft die beiden einzuholen. Und das bedeutet natürlich auch zum Beispiel, dass Alistair Brownlee da nicht auftaucht
Und dass das natürlich einfach nur ein Bauchgefühl ist, dass es für ihn nicht reicht, da vorne reinzukommen. Nicht, weil er es nicht drauf hat, sondern weil das Gesamtpaket aus Ernährung, aus Pacing, aus Rennsituationen ihm irgendwann den Stecker zieht. Ja. So, völliger Blick in die Glaskugel. Ich war bei seiner Pressekonferenz, das Hauptwort, was da gefallen ist, war Patience. Ja, dass er das eben umsetzen muss, dass er nicht mit der Brechstange wie auf vielen Kurzdistanzen hier angehen kann. Patience, Nutrition, Heat, das waren die drei großen Themen. Ja. Dass er die Physiologie drauf hat, das ist da ja quasi drin, indem er sich um die drei Themen kümmert. Also physiologisch fühlt er sich schon als Sieger, aber er muss mit diesen drei Dingen klarkommen, ja, die hier neu sind. Die Top-Athleten haben ihn natürlich auch alle vorne mit auf der Liste. Ne? Die sprechen alle davon, dass man sich da nicht einlullen lassen darf von dem. Interessanterweise, was er vor dem Rennen gesagt hat. Er hat uns ja auch ein Interview gegeben, da war er noch, das war allerdings vor der 73-WM noch, da war er noch sehr, sehr zurückhaltend, was Hawaii anging, weil er da noch diesen vollen Fokus auf die 73-WM hatte. Und jetzt ist halt eben die Frage, macht er was da draus? Ja, kann er das halt switchen, sagen, okay, da habe ich mein Ziel, er wollte 73-Weltmeister werden, hat er nicht erreicht. Kann ich das umswitchen und sagen, ich komme jetzt eben hier nicht her, um zu lernen, sondern ja, oder ich lerne alles dabei, indem ich hier Weltmeister werde. Das kann natürlich für ihn aufgehen, aber es ist, ja, es ist interessant, wird interessant zu sehen. Ist ein Alistair Brownlee ein größerer Favorit als Javier Gomez im letzten Jahr? Das sehen die Leute zum Beispiel auch unterschiedlich. Also Jan Frodeno hat gesagt, er war nicht davon überrascht, dass es für Gomez letztes Jahr nicht gereicht hat. Sebastian Kienle hat gesagt, er hätte ihn besser erwartet. Das werden wir sehen. Also es ist schwer zu sagen. Man weiß ja nicht, wie ist das Training für die gelaufen? Was haben sie jetzt noch investiert? Was hat er jetzt da spezifisch machen können oder braucht er das überhaupt? Für ihn kommt das einfach tatsächlich, wie du gesagt hast. Ich glaube, es sind die Bausteine, die er zusammenbringen muss. Ne? Und das kann, selbstverständlich kann das funktionieren. Ja. Und so Leute wie Linus Sanders zum Beispiel, den ich auf Platz 4 habe und du ja auch, ist ja so ein bisschen auch die Frage, vor 2-3 Monaten hat ihn noch niemand wieder auf dem Schirm gehabt, weil keiner wusste, wie entwickelt sich das. Ne? Man wusste, er war lange verletzt, man wusste, er arbeitet sich wieder ran. Ja, und dann kam die Qualifikation und dann kam noch ein schnell für ihn also ein gute Ergebnisse noch beim 70-3 und auf einmal steht er hier wieder und auf einmal erinnern sich die Leute wieder dran, Moment, das ist doch der Typ, von dem wir letztes Jahr gesagt haben, kann Patrick Lange den überhaupt einholen? Es ist eigentlich fast sicher, dass er das Ding hier gewinnt. Ja, auf einmal ist er wieder da und auf einmal spielt er natürlich auch wieder eine Rolle. Und wie gesagt, dass ich ihn nicht noch weiter vorne habe, das kann man würfeln. Ne? Also das hängt natürlich von der Rennsituation ab. Das hängt von ihm dafür ab, wie gut kommt er aus dem Wasser. Das gleiche gilt für Cameron Worth. Das kann total schief gehen mit einem schlechten Schwimmen. Das kann mit einem guten Schwimmen und einem hervorragenden Radfahren und einem sehr guten Lauf auch ihn noch weiter vorne aufs Podium spülen. Auch er kann einbrechen total. Also ja, du merkst schon, es geht, es ist schwierig. Ja. Also ja. Natürlich kann man hier keine Voraussage machen. Das sicher nicht. Genau, um das noch und um das noch abzuschließen, ich habe Simon gebeten, dass er mir seine Picks noch reinreicht und er hat so ähnlich. Wobei er hat Frodeno vor Brownlee, Kienle auf 3, Sanders auf 4 und Worth auf 5. Frodeno vor Kienle? Ja, okay. Ja, also vor Brownlee, ne? Er sieht Brownlee tatsächlich auf dem zweiten Platz. Ja, sind wir uns einig. Ja, wir machen eine kurze Pause und sind in 20 Sekunden wieder für euch da. Ja, wir haben ein Frauenfeld, was genauso stark ist wie das Männerfeld, vielleicht mit einer etwas stärkeren. Ja, klar. Ich meine, da haben wir letztes Jahr hier gestanden und wir können einfach das erzählen, was wir im letzten Jahr, kann man nochmal zurückspulen. Daniela Rief ist natürlich die Top-Favoritin. Klar, also bei ihrer Historie, bei ihrer Leistung und so weiter, die sie gebracht hat, die ganzen Ergebnisse sprechen alle dafür. Da gibt es auch gar nichts wegzudiskutieren oder zu irgendwie in Frage zu stellen oder künstlich irgendwie da versuchen, was anderes aufzubauen. Aber das finde ich immer so, auch das fasziniert mich auch an ihr und ihrer Arbeit. Man sagt ja immer, es ist einfach an die Spitze oder es ist eine Sache, an die Spitze zu kommen und die andere sich da zu halten.
Und gerade im Ironman und auf der Langdistanz immer wieder dieses Spiel von Neuem zu beginnen, in jedem Jahr und immer wieder sich gegen neue Konkurrentinnen zu erwehren. Ne? Es kommen immer wieder neue dazu mit verschiedenen Fähigkeiten. Und immer wieder es zu schaffen, sich dahin zu pushen, dass man auch diesem Favoritenstatus gerecht werden kann am Ende. Das ist eine enorme Leistung und ich glaube, das ist auch im Kopf eine enorme Geschichte. Also körperlich zum einen, ne? Immer wieder das zu schaffen und über alle Athleten, über die wir sprechen und immer fällt einem irgendwo ein, ja, da hat er eine Verletzung gehabt, da war er lange hier raus, da gab es eine schlechte Phase da und mal ein schlechtes Ergebnis hier. Das gibt's alles bei Daniela Rief nicht. Sie schafft es immer wieder, sich hier an den Start zu stellen. Und was soll sie machen? Soll sie von sich raus posaunen und zu sagen, ich bin unschlagbar? Natürlich ist sie das nicht, weil sie das ja auch weiß. Sie hat ja, ja, aber da muss man wirklich lange zurückgreifen, dieses berühmte DNF in Frankfurt. Aber klar kann das passieren hier in jedem Rennen und auch kann das bei der Weltmeisterschaft passieren. Letztes Jahr wäre es vielleicht fast schon so weit gewesen und sie sagt ja auch selber von sich, sie hat immer wieder Rennen, wo sie im Rennen sich gar nicht mehr so sicher ist, ob das klappt, dass das schon reichen wird. Mhm, ja? Mhm. Also anders als zum Beispiel, glaube ich tatsächlich, dass Patrick Lange hier im letzten Jahr, als er gelaufen ist und auf die Uhr geguckt hat, da wusste er ganz genau, was habe ich drauf und er wusste ganz genau, wenn ich das jetzt so durchziehe, dann bin ich am Ende Weltmeister. Und sie sagt, es gibt für sie auch immer Situationen, wo das nicht so ist. Ja. Und also wie gesagt, das nötigt mir großen Respekt ab, wie sie das schafft, sich immer wieder hier als Favoritin auch zu präsentieren. Ja. Ja. Also von daher, mein Tipp, Rief auf 1. Rief auf 1. Ja, den Tipp teile ich. Ich glaube, wie alle anderen, mit denen wir über die Woche gesprochen haben. Also hier glaubt keiner an die ganz große Sensation, dass eine Laura Philipp, dass eine Anne Haug oder auch eine Lucy Charles am Ende vorne stehen wird. Man müsste es ja irgendwie begründen können, wenn man sowas raushaut. Und ich glaube, das ist schwierig. Ja. Man fehlen einem noch die Argumente. Wie lange das so bleiben wird, ist natürlich auch die Frage. Sie ist immer die Gejagte. Und Brad Sutton hat sich dazu geäußert, dass ihm das zum Beispiel auch aufgestoßen ist, dass quasi auch Streckensprecher und so darauf quasi total ja, euphorisch reagieren, wenn jemand es schafft, da ranzukommen. Das ist natürlich im Sinne, dass man gerne ein spannendes Rennen sehen möchte. Aber er sagt, ihm fehlt ihm da auch so ein bisschen der Respekt, dass dann die Leute sagen, wir wünschen uns quasi, dass hier irgendwas passiert, damit endlich mal jemand anders gewinnt. Ja. Ich meine, es gab diese Siegessträhnen bei den Frauen. Es gab eine Paula Newby-Fraser, dann gab es eine Natasha Buttmann, dann eine Chrissy Wellington. Jetzt ist es Daniela Rief. Ich glaube aber, über die Jahre hat sich verändert, dass der Druck auf eine solche Dauersiegerin immer größer wird. Ja, die Öffentlichkeit ist viel, viel größer. Ich glaube, eine Daniela Rief ist heute ein viel größerer Superstar in der Schweiz, als es eine Natasha Buttmann war. Und das macht natürlich auch etwas mit einem. Ja? Also der Druck, hier nochmal gewinnen zu müssen, mit dieser Erwartungshaltung umzugehen, jetzt auch vor der Tatsache, es wäre der 5. Sieg in Folge, den noch niemand hier erreicht hat. Es gab zwar Dave Scott, Mark Allen, die 6-mal gewonnen haben, Paula Newby-Fraser 8-mal, aber nie 5-mal in Serie. Ich glaube, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Ja, vor allen Dingen, sie ist auch noch in einem Alter, wo sie auch noch Jahre vor sich hat. Also es ist jetzt nicht so, dass sie kurz vorm Ende der Karriere steht. Jan Frodeno kann ja kein Mikro unter die Nase kriegen, ohne dass er gefragt wird, außer bei uns, wenn er aufhört. Mhm. Und auch das ist so. Er hat übrigens gesagt in seiner Pressekonferenz, dass er im nächsten Jahr definitiv hier wieder am Start sein wird. Und da freuen wir uns sehr drüber, dass das Phänomen Frodeno auch noch eine Weile uns begleiten wird. Ja. Und das Phänomen Rief vermutlich auch. Es sei denn, sie sagt irgendwann so, das war's. Das kann ja auch sein. Das hat aber Chrissy Wellington, auf einmal war sie weg, ja, auf dem Gipfel ihrer Karriere. Ja. Manche Triathleten bereuen es vielleicht, dass sie es nicht genauso gemacht haben, aber ich sehe es noch nicht so bei der Daniela Rief. Ich glaube, sie genießt das noch zu sehr. Ja, also ich meine, das sagt sie auch selber immer wieder, dass es ihr einfach auch Spaß macht, das, was ich beschrieben habe, eben diese Entwicklung an sich selbst zu sehen, wie sie besser wird, wie sie es schafft, wie sich die Form aufbaut und dann, dass es dann am Ende reicht. Da zieht sie ihre Motivation raus. Ja, ja. Ja, also, und dahinter wird es dann auch richtig, richtig spannend. Also, weil da sind auch total viele Unbekannte drinne, dass wir Athleten da haben, von denen wir eigentlich, Athletinnen, die, von denen wir wissen, dass sie Probleme hatten diese Saison, aber dass, von denen man auch weiß, was sie eigentlich können. Also, sprich, Anne Haug, Laura Philipp, Sarah True, alles nicht ganz unproblematische, um es falsch auszudrücken, im Prinzip sehr problematische Saisonverläufe. Aber trotzdem alle hier und trotzdem alle in der Lage, dass sie sagen, wir sind fit, wir wollen was zeigen.
Und da wird es halt total spannend, weil das sind halt die Athletinnen und dann kommen natürlich auch noch die Internationalen dazu, da kommen Rookies dazu. Ja. Und auch da finde ich es echt spannend, wie die Frauen auch aufeinander gucken. Ja. Ja klar, ich meine, Lucy Charles und Daniela Rief, dieses Duell, was es dann immer gibt. Ne? Lucy Charles kommt als erstes aus dem Wasser, Daniela Rief holt sie irgendwann ein und wie geht es dann weiter? Ja, das ist natürlich die eine Sache, aber alle anderen fokussieren sich natürlich auch darauf, was passiert dahinter? Ja? Weil ich meine, es geht natürlich auch um Geld. Ja, also selbst wenn sie sagen, ja, wir wollen hier oder ja, lass mal Daniela erstmal machen, was sie kann und dann gucken wir mal, für was es reicht, ist dahinter natürlich ein richtiger Kampf um die Plätze. Und da wollen schon viele. Top 5 ist ja hier quasi das Podium. Das Podium, und das ist die auch Presse, in den Age Groups, ja. Ja, und auch die Pressekonferenz, bei der man dann nachher stehen kann und das ist extrem wertvoll. Und ja, fand ich spannend, also dass da ja auch aufeinander geguckt wird. Ja. Also, für mich, jetzt ich fange mal an, also ich habe gesagt, Daniela Rief vorne, dann könnte ich mir vorstellen, aber auch da bei den Frauen ist wieder so eine Sache vom Bauchgefühl, dass wir dieses Jahr nicht Lucy Charles Barclay auf Platz 2 sehen, sondern Anne Haug. Weil es ihr, jetzt spiele ich mal so, gelungen ist, eben mit einem sensationellen Lauf und vorher einem guten Radfahren eben noch vorbeizuziehen. Auf Platz 3 Lucy Charles Barclay, auf Platz 4 Sarah Crowley und auf Platz 5 Heather Jackson. Um es auch mal noch ein bisschen international zu machen. Mit Heather Jackson habe ich noch gesprochen. Sie hat auch durchaus selbstbewusst gesagt, sie hat ordentlich was getan, um anders hier zu stehen als letztes Jahr. Letztes Jahr hat sie bös gelitten und letztes Jahr war das Jahr, in dem sie sich zu viel mit Szenarien beschäftigt hat und zu sehr auf andere geguckt hat und gesagt hat, sie muss dies und diese Zahl und jene Zeit erreichen, um damit es was wird. Das hat sie gesagt, das hat sie sich vorgenommen, das hat sie dieses Jahr wieder über Bord geworfen. Sie will ihr Rennen machen und sie hat gesagt, dass sie extrem an ihrem Lauf gearbeitet hat, weil sie glaubt, dass es da am Ende ankommt. Und sie war sehr, sehr zuversichtlich, dass sie das schafft, da einen großen Sprung zu machen. Und ja, ich bin gespannt. Ja, und Sarah Crowley ist eine, die immer sich irgendwie mit nach vorne schiebt, weil sie einfach super solide die Sachen auf den Kurs bringt. Und war hier auch beim Hoala Swim, hat die schnellste Frauenzeit da hingelegt. Und sah sehr zufrieden mit sich aus. Also auch da, ja, auf jeden Fall eine Kandidatin, auf die man gucken muss. Ja, jetzt bin ich dran. Jetzt bist du dran. Ich sage, wie schon erwähnt eben, Daniela Rief gewinnt. Und zwar deutlicher als je zuvor. Sie wird ab Havi führen. Ja, diese Quallenproblematik wird sie morgen nicht haben. Obwohl, es stürmt in die Bucht rein, ja, man hört es vielleicht auch im Hintergrund, es ist ein bisschen lauter als gestern, das Meer ist kabbelig. Wir haben gestern Abend einen richtigen Sturm hier gehabt, gestern Nachmittag. Das war vorhergesagt, der flaut so ein bisschen ab, aber wir wissen ja, auf Wetterprognosen braucht man sich hier überhaupt nicht einstellen, auch wenn es wieder 1000 Leute gibt, die wissen, wie es morgen wird, es wird garantiert anders. Ja. Ich sage, Daniela Rief gewinnt mit einem riesen Vorsprung vor Laura Philipp, die Lucy Charles Barclay noch überholen wird. Nach dem Energy Lab auf den letzten Metern. Lucy Charles Barclay wird Dritte. Und dann lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und sage, Platz 4 und 5 gehen in dieser Reihenfolge an Anne Haug und Daniela Bleimel. Ja, also du merkst schon, es ist tatsächlich immer so, wenn man über Top 5 redet, da kommt einem dann immer noch ein Name in den Sinn und dann immer so, das ist bei den Frauen auch noch viel krasser als bei den Männern, finde ich. Also dass wirklich dahinter, hinter der vermeintlichen Top-Favoritin oder der Top-Favoritin einfach sehr, sehr, sehr viel gleich starke Athletinnen auch sind, wo die eine schon mal gegen die andere gewonnen hat und dann hatte die andere die Nase vorn. Das ist tatsächlich so, ja, ich habe Laura Philipp nicht genannt, weil auch ja sie selbst von sich sagt, dass es auch so für sie eine Unbekannte ist, was hier passiert. Und das beinhaltet natürlich immer die Möglichkeit, dass es auch schief gehen kann und dass es dann eben nicht reicht für ganz vorne. Aber auch da, völlige Wundertüte, ja. Irgendjemand muss man hinschreiben und in dem Fall schauen wir mal, wie es für sie da ausgeht.
Ja. Wir schauen auch noch mal einmal in die Age-Gruppe. Wir haben gleich drei Leute getroffen, die in der Region wohnen, wo ein neuer 73 zu Hause ist. Also nicht in Kasachstan. Da wurde jetzt ein Ironman-Rennen verkündet gestern Nacht. Also war ein bisschen komisch. Die Verkündung hat jetzt irgendwie gestern stattgefunden. Auf der Expo stehen die schon die ganze Woche und wollen ihre Startplätze verkaufen. Tja. Die Startliste ist noch nicht auf, aber sie haben schon Werbung gemacht da. Wie gesagt, es gibt einen neuen Ironman in Kasachstan, aber es gibt ein neues 73-Rennen in Duisburg. Und aus dieser schönen Rhein-Ruhr- oder Ruhrgebietsregion haben wir drei Athleten gleich getroffen, die zusammen schwimmen gegangen sind, und den hören wir jetzt mal zu. Gleich drei Sportler aus dem Ruhrpott hier bei mir. Grüße euch, guten Morgen, stellt euch mal vor, wo kommt ihr her und was macht ihr hier? Ja, mein Name ist Jan Seewald, ich komme aus Essen und bin zum zweiten Mal hier und freue mich riesig. Ja, ich bin der Carsten in Bram, komme auch aus Essen und wir sind im gleichen Club, bin auch zum zweiten Mal am Start, zum dritten Mal hier auf Hawaii und freue mich auch auf ein Riesenrennen. Ja, ich bin Till Schäfer und komme aus Sprockhövel und bin zum ersten Mal am Start, allerdings schon zum dritten Mal hier und bin sehr gespannt. Ja, also haben wir einen Rookie dabei. Was könnt ihr ihm mit auf den Weg geben für den Samstag? Oh, ich glaube, das Wichtigste ist einfach Spaß haben. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und sich nicht zu sehr von den anderen ziehen lassen, sondern sich auf sich selbst konzentrieren, damit man auch nachher beim Laufen noch genug Power hat. Da kommt ein zustimmendes Nicken. Ja, sehe ich genauso. Der Till ist super in Form. Also ich glaube, die äußeren Bedingungen wird er im Griff haben und wird sich gut konzentrieren und sich nicht mitreißen lassen. Ja. Du warst schon zweimal hier, dreimal hier hast du gesagt, zum Zuschauen. Nein? Ich war 2004 hier zum Ultraman, also die dann doch noch mal längere Geschichte. Da habe ich jemanden betreut, von der kenne ich die Insel auch ganz gut. Und 2007 dann einfach nur zum Training im Februar, um den Spirit mitzunehmen. Und habe dann leider diese Idee irgendwie verloren und jetzt wiedergefunden. Und deshalb bin ich jetzt hier. Was gab den Ausschlag, dass die Idee auf einmal wieder da war? Wenn man beruflich da gelandet ist, wo man hin möchte, dann braucht man irgendwann neue Ziele. Und ich habe einfach den Sport vermisst. Das muss man einfach sagen. Wie ist das? Ihr kennt euch drei schon länger aus Essen, aus dem Verein. Habt ihr euch gemeinsam vorbereitet oder hat jeder sein Ding gemacht? Ja, der Carsten und ich hier, mein Freund und Vereinskollege, wir haben uns zusammen vorbereitet. Sehr viele Einheiten zusammen gemacht. Vor allem die letzten 6 Wochen haben wir wirklich, einfach so gut wie jede längere Rad- und Laufeinheit zusammen gestaltet, ja. Also das war super, ja. Gab es Teilreise recht schwer ist. Ich bin deine Altersklasse und der Jan ist doch deutlich jünger und dann hat er doch ein bisschen mehr Power in den Beinen. Ich brauche auch so einen. Ja. Genau, ja, wenn man einen hat, der einem vor einem wegzieht, dann ist das schon ganz gut, motiviert sehr. Gab es da Lagerkoller irgendwann mal? Nein, überhaupt nicht. Also wir verstehen uns super, auch privat, nicht nur sportlich. Also es macht echt Spaß und das Wetter war jetzt bis zur letzten Woche eigentlich noch ganz okay bei uns zu Hause. Ja, hier ist es auch okay, das Wetter. Erzähl mal, was sind eure Ziele für den Samstag? Ja, erstmal die Tipps beherzigen. Also die habe ich jetzt schon häufig gehört. Genau das ist auch mein Plan. Solides Rennen würde ich gerne machen, mit dem ich oder so, dass ich ins Ziel komme und wirklich Spaß haben kann auf den letzten 500 Metern. Das noch richtig genießen. Ansonsten, klar, hat man so im Hinterkopf Zeiten, Platzierungen. Aber da halte ich mich erstmal zurück, bis es dann so auf die zweite Hälfte des Marathons geht. Und dann schaue ich mal. Gute Idee. Ja, ich habe im letzten Jahr wirklich den Rookie-Fehler begangen und habe mich hier mitreißen lassen und habe dann einen fürchterlichen Marathon hinlegen müssen mit irgendwie 4,5 Stunden. Das war die Hölle. Und in diesem Jahr möchte ich es anders machen, möchte einfach deutlich besser ins Ziel kommen, deutlich schneller und einfach meine Leistung mal richtig abrufen können. Ja, ich hatte 2017 hier ein klasse Rennen und würde gerne jetzt meine Platzierung verbessern. Also Zeiten sind ja so wie Schall und Rauch hier. Und ich bin letztes Mal ganz knapp an den Top 100 sozusagen vorbei, so ein bisschen über 100er geworden. Und jetzt reizt natürlich, dass man einfach zweistellig wird. Und in der AK würde ich vielleicht gerne eine einstellige Platzierung erreichen. Also diesmal dann neue AK für mich, 35 bis 39. Und da will ich mal gucken, wie die Jungs da drauf sind. Ja, das sind ambitionierte Ziele. Wer von euch dreien wird als Erster im Ziel sein? Oh, ich denke mal, wahrscheinlich der Jan. Also ich werde auf jeden Fall letzter von uns dreien im Ziel sein, das steht fest. Kann alles passieren. Der Till und ich, wir kennen uns auch aus der NRW-Liga. Wir starten da sehr viele Rennen zusammen und gerade in Zanten bei uns um die Ecke sozusagen in NRW haben wir uns nochmal richtig schön die Kille gegeben vor ein paar Wochen. Und da war der Till ein paar Sekunden vor mir im Ziel und da haben wir ein richtig geiles Rennen. Und deswegen, ich würde sagen, das kann man jetzt noch nicht sagen, das möchte ich auf jeden Fall nicht sagen. Und wer gewinnt ganz vorne? Ja, mein Tipp ist schon, dass der Frodo gewinnt. Frodo macht's Rennen und ich bin aber auch ein großer Fan vom Kienle. Also ich denke, dass der Sebi, wenn er seine Leistung abruft, das wird enges Ding. Ja, der Kienle ist gerade rausgeschwommen. Wenn er euch beeilt, kriegt er den noch. Ja. Also alles Gute für den Samstag und viel Spaß jetzt beim Schwimmen. Danke. Ciao. Danke, Frank. Ciao. Ciao.
Ja, wir haben gerade einmal ein bisschen quer über die Kommentare gelesen, sehr viele Kommentare gelesen, die ihr nicht lesen könnt, die nämlich von YouTube in der Automatik ausgeblendet wurden, weil die Sprache dann doch sehr derb war. Ja, teilweise Fäkalsprache im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird heiß diskutiert und es hat einen Grund. Ich habe gestern Stefan Schumacher interviewt. Ja, da wollen wir nicht allzu tief drauf einsteigen. Da werden wir sicher in Podcasts nach der Ironman Hawaii-Zeit hier noch tiefer drauf eingehen. Aber nur noch mal zur Erklärung. Wir haben lange diskutiert im Büro. Machen wir das? Fragen wir Stefan Schumacher nach einem Interview, gar nicht zu wissen, ob er die Anfrage annimmt oder lassen wir das? Ja, und haben uns entschieden, wenn wir das Thema aufgreifen, es wird in den Medien vorkommen, es ist auch in anderen Medien vorgekommen, dann hier, dann jetzt. Ja, er ist hier am Start, viele finden das nicht gut. Ihr kanntet meine Meinung im Vorfeld dazu, die hat sich nicht groß geändert. Ich glaube, es tut dem Sport tatsächlich nicht gut, weil wir diese Diskussion eben sehen, weil wir diese Diskussion führen müssen. Alexander Vinokurov ist am Start, nochmal anders gelagert. Da sagen eben auch viele, da nimmt mir ein Ex-Doper meinen Age-Group-Startplatz weg. Ja, Stefan Schumacher, ich habe mich gestern mit ihm unterhalten. Du hast es gesehen inzwischen, oder? Genau, also ja. Wie gesagt, du hast es ja gerade gesagt, wir wollen es nicht jetzt nicht hier groß thematisieren. Wir werden uns dann noch zu äußern und werden auch gerne bereit sein, darüber zu diskutieren. Ja, die Entscheidung mussten wir treffen, macht man ein Interview, macht man das nicht. Wir sind Journalisten, Journalisten führen Interviews und nicht nur mit Leuten, die sie mögen. Oder. Ich fand ein sehr passendes Beispiel gestern, soll der Spiegel nichts mehr über Trump machen? Ja, keiner mag ihn. Ne? Man kann das, finde ich, nicht, also man muss das trennen. Wir interviewen Menschen und wir machen ja nichts nur zum Spaß, sondern wenn sich was Unbequemes auftut, dann machen wir das und dann diskutieren wir über die Art und Weise, aber dass wir das Interview gemacht haben, das ist so, wie es ist. Und ja, dazu dann an späterer Stelle mehr, denn jetzt geht es in der Tat erstmal um das große Rennen morgen. Ja, ja. Ich möchte noch zwei, drei Sätze trotzdem dazu sagen. Wie gesagt, es gab viele Reaktionen, bevor das Interview überhaupt gesehen wurde. Ja, das ist für viele schon No-Go, dass man überhaupt ein solches Interview führt. Und da sind wir ganz klar nicht dieser Meinung, ja, weil ich glaube, man muss über Dinge sprechen, man muss auch mit Athleten sprechen, man muss auch mit Leuten sprechen, die unbequem sind, die Fehler gemacht haben. Diese Fehler gesteht er einen in einem gewissen Maße. Es gibt sicher noch Dinge, die man noch fragen kann. Wir hatten gestern eine halbe Stunde. Es gibt auch viele Dinge, wo ich überhaupt nicht mit ihm übereinstimme. Ich glaube nach wie vor, dass er einen großen Vorteil daraus bezieht, dass er eben über Jahre illegale Praktiken betrieben hat. Da hat er auf einem Niveau trainieren können, was Otto Normalverbraucher nicht kann. Ich sehe auch Unterschiede nach wie vor zu Dingen wie das, was hier passiert ist, dass ein anderer Ex-Doper eine Fahne für eine Nation über den ADI Drive trägt. Das hat eine Signalwirkung. Letztendlich, diese Athleten sind startberechtigt. Sie müssen selber entscheiden, ob sie das vor sich oder vor anderen rechtfertigen können. De jure ist es so, dass sie starten können und von daher ist es auch unsere Pflicht, diese Themen anzusprechen. Ich glaube, man hätte auch zwei Stunden sprechen können. Vielleicht gibt sich diese Situation ja irgendwann mal. Da wird es auch den Shitstorm geben, dass die Leute sagen, jetzt könnt ihr nicht noch zwei Stunden mit ihnen sprechen. Aber um wirklich an das Thema ranzukommen, geht es nur, indem man das Gespräch sucht. Und das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Das haben wir auch in politischen Dingen, wenn man nicht mit den Leuten spricht, die unbequem sind, die andere Meinungen haben, die auch teilweise große Fehler machen und gemacht haben, dann kommen wir nicht weiter. Wir können nicht die Augen zumachen. Ja, in der Tat. Also wir haben sehr oft über ihn gesprochen in vielen Podcasts und über die Situation. Und ich finde immer, wenn sich dann die Chance ergibt, mit jemandem zu sprechen, dann muss man das tun. Ja, ne? Und ich kann nur alle bitten, die vorher das Urteil hatten, man darf dieses Interview nicht führen. Schaut es euch an, bildet euch selbst ein Urteil, weil nur das geht, wenn man das Interview auch gesehen hat. Ja. Und ich verstehe jede Kritik. Ja, wir werden das Ganze bewerten und wie gesagt, ausführlicher dann demnächst dazu sprechen. Aber jetzt sind wir am Renntag morgen. Ja. Morgen um diese Zeit wird es uns hier nicht geben, auch keinen Simon. Ich werde morgen um diese Zeit rückwärts auf einem Motorrad sitzen. Das finde ich ja immer noch faszinierend, wie dir das gelingt, ohne dass du da runterspucken musst. Ja, wir haben es nicht ausprobiert. Ich bin hier eben reingehetzt, darum habe ich ja dem Dave auch gesagt, ich bin der schlechtest riechende Moderator in je einer Sendung, die er mitgemacht hat. Ich bin hier eben reingehetzt vom Motobriefing. Ich habe meinen Fahrer getroffen, den kenne ich aber schon viele Jahre. Der hat immer den großen Delhi Car gefahren, der gerade Rugby in Japan fotografiert und nicht hier ist. Ja. Also Robert Stahl, der heißt nicht umsonst so, der hat deutsche Vorfahren, ja, ist selber Fotograf, weiß was ich will, ja, ist andere Dinge von Delhi gewohnt, als ich sie wahrscheinlich morgen ihm abverlangen werde, aber wir sind heute Morgen gebrieft worden. Ich freue mich auf den Tag, es ist eigentlich alles wie immer, es ist hochreguliert, also wir
Athleten, wir ja, du bist ein Athlet, Frank. Wir Fotografen wollen natürlich keinen Einfluss aufs Renngeschehen nehmen. Wir mussten diesmal auch im Vorfeld unterschreiben, dass wir nicht mit den Athleten reden während des Rennens. Okay, ja. Das ist zwar bei Tempo 40 im Gegenwind im Mumuku nicht möglich, dass da irgendwas ankommt, aber es gab schon immer auch Athleten, die gefragt haben, hey, wie sieht's hinter mir aus? Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ich erinnere mich an eine schöne Situation in Rot, als ich neben Yvonne Ferken hergefahren bin und sie mich angeguckt hat und geguckt rüber und sagt, du Nils, ich fahre hier die ganze Zeit 300 Watt, ich glaube, das ist keine gute Idee, weil sie wollte nämlich Daniela Rief einholen und ja, manchmal reagieren Athleten darauf, wenn sie uns sehen. Ja, ja doch. Ja, ich bin gespannt, was ich zu sehen bekomme. Morgen, wann stehen wir auf? 4 Uhr? Ja, ja, spätestens. Spätestens, ne? Ja, 6.25 Uhr fällt der erste Startschuss für die Profimänner. 5 Minuten später für die Frauen. Das ist bei euch 18.25 Uhr bzw. 18.30 Uhr. Der Livestream läuft. Wir werden nachher nochmal ein Update machen, was der Hessische Rundfunk, der dieses Jahr federführend ist, morgen vorhat auf der Website. Und ja, hier hinter uns gibt es auch ein Public Viewing in der Frodissimo Lounge. Ja, genau. Also das ist ja auch das Spannende ist ja tatsächlich, das hier vor Ort zu gucken. Ich meine, klar, die sind dann weg, ne, wenn sie auf dem Rad sind. Aber davor gibt der Kurs tatsächlich diese Streckenführung her, dass man sehr, sehr oft unterschiedliche Athleten kann. Man kann sowohl Frauen als auch Männer gucken und dann eben auch ganz viele Age-Grouper an verschiedenen Stellen sehen. Also die Hot Corner. Ich weiß es jetzt jedes Jahr mal wieder nicht mehr. 6 oder 7 Mal, wie oft kommen da die Athleten vorbei? 1, 2, 3, 4, 5... 6 Mal. Das Haus vom Nikolaus. Das Haus vom Nikolaus, genau. Und da ist das immer extrem spannend, ne? Weil du kannst ihn dann wirklich immer genau ins Gesicht holen. Du siehst, wie sie nach dem Schwimmen eben dann die Palani hochkommen und dann schon auch im Kopf wahrscheinlich das Rad hat, was habe ich für Abstände, was muss ich machen, mit wem bin ich hier eigentlich unterwegs und so weiter. Und nachher beim Laufen ja genau das Gleiche, kommen sie dann da auch wieder hoch. Und dann auch, wenn sie dann das zweite Mal hochkommen, eine meiner Lieblingsstellen ist dann die letzte Verpflegungsstation oben an der Palani, bevor es dann rausgeht auf den Highway bei der Laufstrecke, weil da muss die Versuchung zu gehen, nur wenn es nur für so 2, 3 Schritte ist, unfassbar sein. Weil ich glaube, ich habe sie alle gehen sehen. Ja, das ist tatsächlich so. Und dann gibt es tatsächlich alles, Cola, Wasser, alles wird überall irgendwo hingekippt. Weil wir dürfen auch zugreifen. Ja, weil die natürlich auch wissen, jetzt geht's raus. Jetzt kommt eigentlich der Teil, den kein Mensch mehr braucht. Ja, also, wo immer ihr morgen zuschaut, ganz viel Spaß dabei. Es wird eine lange Nacht für viele von euch. Ja, darum geht jetzt lieber ins Bett. Die Nacht vor dem Rennen ist die zweite die Nacht vor dem Rennen ist die wichtigste. Ja. Ja, das war gestern. Für uns war es gestern. Ja, ich habe gut geschlafen. Ich auch, alles gut. Ja. Wir sind am Sonntagabend eurer Zeit um 21 Uhr wieder da und dann haben wir hoffentlich viele Gäste, die Medaillen um den Hals tragen. Wir werden uns bemühen, die Top-Sportler hier in unser Studio im Royal Kona Resort zu bekommen am Tag nach dem Rennen. Die allerbesten müssen immer zu Bob Babbitt, raus in die Lavawüste. Ja. Aber wir sind dann endlich schlauer. Wir sind dann endlich schlauer. Wirklich Haken machen hier hinter und gucken, wie es ausgegangen ist. Fangen wir wieder an und diskutieren ein Jahr lang darüber, wie es im nächsten Jahr wird. Genau. Wir wünschen euch viel Spaß morgen, wenn ihr live dabei seid beim Ironman Hawaii 2019. Wie gesagt, übermorgen wieder mit uns hier in der hoffentlich dann Siegerrunde. Alles Gute nach Deutschland, eine schöne Nacht auf den Samstag und bye bye.